Ahoi ihr Lieben, wir sind Elena und Ben und 2019 haben wir alles verkauft und gespendet, was wir hatten und uns mit unserem kleinen Segelboot auf die Reise unseres Lebens gemacht. Die Welt ist bunt, sie ist verrückt und sie ist riesengroß und wir wollen nicht einen Fleck davon verpassen. Also schön, dass ihr dabei seid und uns auf unserer ganz besonderen, etwas chaotischen Reise durch die Welt begleitet. So, und heute gibt es dann auch endlich die versprochene Roomtour von unserem kleinen schönen Zuhause für euch. Und fangen wir mal direkt an mit unserem absoluten Lieblingsplatz unserer Ohana-Hängematte. Bestes Spot ever! Wir haben nämlich hier aus unserem Solarpanel-Mount, was wir ja vor einiger Zeit schweißen lassen haben, unseren Lieblingsplatz kreiert. Haben hier an den Seiten auch immer schön die Hängematte fixiert, damit auch hier keiner rausfliegt und der Wind manchmal die Hängematte nicht so aufpustet. Weiter geht's ins Cockpit. Hier haben wir ja eigentlich auch alles erneuert, was man auf so einem ehemaligen Charterboot erneuern kann. Wir haben einen neuen wunderschönen Holztisch, Eichholztisch, und den Boden haben wir erneuert. Hier kann man schon ganz gemütlich liegen. Außerdem ist Elena gerade dran, eine neue Lampe hier zu installieren. Und ein neues Dach. Ein ganz wichtiger Teil hier auf unserem Boot ist unser Bootsgarten. Hier haben wir ganz viele Kräuter. Salat wächst gerade auch mega gut. Und da hinten kommen bald auch die neuen Kartoffeln. Ansonsten haben wir natürlich noch alles Mögliche an Palmen. Und von hier geht es dann weiter zu unserer Steuerzentrale. Hier haben wir ja letztens gerade die neuen Geräte eingebaut, Autopilot und Kartenplotter. Ja. Und eigentlich sitzen wir hier relativ wenig, weil der Autopilot macht ja den Rest. Dann geht's weiter nach vorne. Hier schlafen wir im Sommer. Ja, seit neuestem. Hier haben wir unser Sommerquartier aufgebaut. Ach ja, hier schläft es sich auf jeden Fall am besten bei den Temperaturen. Sterne beobachten. Große Straße, deine Straße. Und hier oben sind unsere ganzen Solarpanel. Wir haben ja 6 Stück, knapp 2000 Watt. Damit haben wir auf jeden Fall genug Power, genug Strom für alle unsere Geräte. Und jetzt würde ich sagen, geht's rein. Also herein, spaziert. Ganz viele fragen uns immer, ob wir Haustüren haben oder eine Haustür. Tada! Und ja, hier ist Küche, Salon, Kamin, Zimmer und eigentlich unser Lieblingsplatz im Winter. Ja, unser kleiner Kamin war das erste, was wir eingebaut haben. Nachdem wir Ohana gekauft haben, haben wir da oben erstmal ein 20 cm Loch gesägt und hatten echt Panik. Aber seitdem läuft das Teil im Winter eigentlich durchgehend. Das macht die Bude richtig schön warm. Und hier stand ja früher mal ein großer Tisch und so eine Sitzecke. Da haben wir dann unsere Couch, Bett für Überfahrten draus gebaut und natürlich ist viel Stauraum hier für Töpfe. Eine Schublade. Die fast nie funktioniert. Ganz, ganz wichtig, unsere Kaffeemaschine. Ihr wisst ja, ohne Kaffee geht bei mir morgens gar nichts. Und ja, ansonsten hat eigentlich unsere Küche alles, was man braucht. Wir haben unseren Kühlschrank. Und wir haben hier Schubladen, Besteck und Krimskram. Kräuterschublade und natürlich hier unser Geschirrschrank. Mit diesem kleinen Ohana-Geschirr. Wir hatten ja vorher hier nur einen Gaskocher und den haben wir dann ersetzt durch ein Hybrid-Kochfeld. Also hier ist noch Gas und hier ist Elektro. Und eigentlich brauchen wir nur Elektro. Ist eigentlich perfekt. Und hier unten noch Ofen und hier natürlich unser geliebtes kleines Spülbecken. Hier drunter ist dann unsere super praktische Spülmaschine, die wir seitdem wirklich jeden Tag benutzen. Ein echter Gamechanger. So, dann gehen wir mal runter in den Steuerbordrumpf. Das ist quasi unser
Winterquartier oder wenn es mal draußen zu windig ist oder zu regnerisch. Von uns hat einen Kleiderschrank bekommen und hier in der Kabine ist meiner. Hier habe ich meine ganzen Sachen drin. Relativ gut gefaltet. Und hier habe ich Schuhe und meine Rollschuhe. Und noch unsere Dieselstandheizung hier, die haben wir vor 2 Jahren eingebaut. Aber tatsächlich brauchen wir die im Winter fast gar nicht, weil wir wirklich nur mit unserem Kamin heizen. Und weiter geht's hier über den Flur. In den Waschraum, aber wir kommen noch vorbei an unserem kleinen Vorratsessensschrank. Oh, ich sehe gerade, wir müssen direkt mal wieder waschen. Wir streiten uns immer darum, wer Wäsche waschen darf. Ne? Genau, hier haben wir eine Waschmaschine, 6 Kilo Waschmaschine eingebaut. Haben aber extra hier drunter noch so einen Waschwasserabfangbehälter für die Umwelt. Und genau, den Einbau könnt ihr euch in einem anderen Video anschauen. Hier drunter haben wir ja unseren Wassermacher eingebaut. Noch mehr Stauraum, Kaffee, Essen und auch hier noch mehr Stauraum. Kaffee, Essen. Hier geht es jetzt wieder zurück in unseren Flur und in unsere Toilette. Tada! Und wir haben gerade hier ein Elektroklo eingebaut, also nicht mehr mit Pumpen. Das geht alles jetzt per Knopfdruck. So, wie viele von euch aber vielleicht wissen, haben wir 2 Bäder und das drüben ist eigentlich noch viel cooler. Also kommt mal mit. Hier ist unsere kleine selbstgebaute Dusche. Vorher hatten wir halt irgendwie nur so einen Duschwasserhahn. Und ich habe hier so eine richtige Regendusche. Und hier geht die an. Ah! Hey! Upsi. Ha, ha, ha. Aus unserem Badezimmer raus. Geht's jetzt hier in unseren Technikraum. Der ist nicht besonders hübsch, wollten wir euch eigentlich nicht zeigen. Hier darunter ist ganz viel Technik, das hatten wir euch schon mal in einer anderen Folge alles gezeigt. Die blenden wir euch nochmal hier oben ein. Und auch die Vorderkabine ist nicht unbedingt nennenswert. Unsere Garage. Ja, hier ist eigentlich alles drin, was man gerade nicht braucht. Surfbretter und Musikinstrumente und Bücher und ja, schnell wieder zu. Ja, und das war's auch schon mit der Ohana Boat Tour. So, ihr Lieben, wir hoffen, euch hat unsere kleine Führung gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zum Boot habt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffen wir, ihr segelt mit uns nächste Woche Richtung Griechenland.